Energetisch möchte ich auch einen Tipp an die Jungs noch da draußen geben. Das ist mir noch eingefallen. Viele machen Edging. Edging ist im Endeffekt, dass du einen Steifen bekommst, aber dann nicht kommst. Also vielleicht so an die Grenze gehst und dann nicht kommst. Überhaupt deinen Penis anzufassen, entzieht dir schon Libido-Energie. Ja, du kannst vielleicht ein bisschen Tapping machen oder so, aber nur ganz wenig so, um vielleicht so die Energie aufzulockern. Aber nicht irgendwie anfassen oder so. Also so rumspielen damit und so. Das entzieht dir männliche Libido-Energie. Ich schwöre, das ist so. Und ich habe einen Kumpel, der hat so gesagt, so, warum bin ich so low-chi? Ich masturbiere doch gar nicht, ich mach NoFap. Und ich so, fasst du deinen Pimmel an? Er hat gesagt, ja. Ich mach sogar Edging und so ein Blablabla und spiel damit rum oder was auch immer. Ich habe gesagt, das musst du aufhören. Dann hat er damit aufgehört und dann hat er gemerkt, aha, das war die Lösung. Ich finde es sowieso interessant. Das ist so ein interessantes Thema, weil es die wichtigste Energiequelle der Männer ist. Und wenn das schlecht gemanagt ist, dann ist dein Energiehaushalt schlecht gemanagt. Dann siehst du älter aus, dann siehst du müde aus. Natürlich Schlafen und Stress und all diese Sachen, was du isst und ob du rauchst und trinkst und so, das ist alles wichtig. Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen. Ja, und wenn du dann noch dein Chi-Level managst, dann kannst du echt 10, 15 Jahre jünger aussehen und dich auch fühlen vor allem.